So, ich gehe gerade mit meinen Hunden spazieren. Meine Hunde sind im Freilauf. Meine in Anführungszeichen Windhunde, also meine Gassi-Begleiter, bleiben an der Leine, weil hier doch ziemlich wild aufkommen auch ist. Ist mir zu heiß. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern ich wollte eigentlich mal etwas zum Thema Hunde für den Freilauf ableinen erzählen. Jetzt denkt man sich, ja okay, Leine ab, lass den Hund halt laufen. Es fällt mir immer wieder auf, dass wie ein Hund in den Freilauf startet, das generell auch spiegelt, wie der Hund im Freilauf gesteuert wird und wie der Hund sich im Freilauf verhält. Und der Start in den Freilauf eben auch eine große Rolle spielt, was der Hund im Freilauf dann macht, vor allen Dingen direkt zu Anfang auch. Man lernt ja häufig, dass man da Kontrolle drüber hat, ne? Der Hund soll abwarten, bis er eine Freigabe bekommt und nicht einfach so losbrettern, was ja an sich super ist. Da gehe ich konform mit, dass er nicht einfach losbrettern soll. Was man aber dann oft sieht, ist, dass Folgendes trainiert wird. Der Hund soll sich hinsetzen, soll auf seinen Besitzer gucken, also starrt den Besitzer an. Die Leine wird abgemacht, der Hund starrt weiter den Besitzer an und soll auf die Freigabe warten. Und die Freigabe sieht dann oft so aus, dass der Hund mit einem Wortkommando in Kombination mit einem Sichtzeichen, meistens einer Handbewegung in die Richtung, wo es hingehen soll beim Gassi, freigegeben wird, also der Hund wird damit freigegeben. Ja, so, klingt ja erstmal super, dann kann der Hund losrennen und seine Dinge machen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der, ich sag mal, relativ cool ist, zu einem unproblematischen Typ Hund gehört, kann dieses Konzept völlig in Ordnung sein und der Hund geht ganz normal seine Dinge machen. Jetzt habe ich aber ziemlich viel, auch in der Hundeschule, mit Hunden zu tun, die an der Stelle keine normalen Hunde sind. Also mit vielen Arbeitshunden habe ich zu tun. Liz, warte! Ich muss mal kurz brüllen, weil der Spitz sonst da vorne sich über die Silage hermacht, die da für die Rinder liegt. Ich habe halt häufig mit Hunden zu tun, die dieses Ritual ganz anders interpretieren, beziehungsweise die was ganz anderes draus machen, als der Mensch eigentlich vorhat. Nämlich, das sieht dann so aus, dass der Hund brav auf seinen Besitzer starrt, da schon Spannung aufbaut, die er dann entlädt, wenn er die Freigabe bekommt und durch die Handbewegung mit der Richtung ihm im Prinzip auch angesagt wird, wo er denn jetzt diese Anspannung bitte loswerden soll. Geht der Freilauf zum Beispiel mit einer Hundegruppe los, kann das passieren, dass ich meinen Hund damit quasi ungebremst auf einen anderen Hund schicke, also dass der Hund es auch so interpretiert, dass er dahin brettern soll. Das kann sein, dass der Hund losbrettert, um Zeitung zu lesen, oder dass er losbrettert, um sich Bewegungskick zu schaffen oder was Jagdliches macht. So, das ist aber ja eigentlich gar nicht das, was sinnvoll ist, wie man den Hund in den Freilauf entlässt, weil eigentlich wäre es ja sinnvoller, der Hund trabt los und geht Zeitung lesen. Raus da! Ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich dem Hund
beibringe, dass er vorher sehr viel Spannung aufbauen soll. Also der Blickkontakt, den der Hund zum Besitzer halten soll, hat ja oft was damit zu tun, dass da der Gedanke ist, dass die Aufmerksamkeit beim Menschen ist. Aber wenn man solche Hunde anguckt, dann ist es oft der Fall, dass die gedanklich schon komplett bei der Außenwelt sind und brav auf ihre Besitzer starren, weil sie das als Trick gelernt haben, aber in dem Zug sehr viel Spannung aufbauen. Ja, Kuma, komm mal bitte raus. Wie kann man das besser machen? Ich bin mittlerweile ein Fan davon geworden, die Hunde in den Freilauf zu lassen, wenn sie mental runtergefahren sind. Ich baue also kein Ritual auf, mit dem ich vorher Anspannung reinbringe. Und ich muss ja auch den Hund nicht unbedingt aus einer statischen Situation loslaufen lassen. Man könnte das ja zum Beispiel auch aus der Bewegung machen. Gerade wenn andere Hunde mit anwesend sind, ist es oft sinnvoll, sich ein bisschen zu bewegen, Leinenführigkeit zu üben, also zu trainieren, dass der Hund an der kurzen Leine runterkommt, entspannter wird. Und bei solchen Hunden ist es auch sinnvoll, kein Freigabekommando zu verwenden, sondern den Hund sozusagen so ein bisschen wischiwaschi in den Freilauf zu entlassen. Und zwar dann, wenn er runtergekommen ist. Also, dass der Hund quasi lernt, ich komme in den Freilauf ohne einen Startschuss, wenn ich maximal entspannt bin für die Situation. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, wenn ich mich mit dem Hund gerade bewege, dass ich immer wieder belohne, wenn er sich entspannt zeigt an der Leine und ihn dann im Laufen beiläufig abklicke, wenn er entspannt läuft oder wenn er Zeitung liest. Das finde ich auch immer ganz schön, weil Hunde in einer hohen Erwartungshaltung lesen in der Regel keine Zeitung. Man muss natürlich aufpassen, dass der Hund nicht anfängt, Pseudo-Zeitung zu lesen, damit man ihn ableint. Also wirklich, dass der Hund wirklich aus Interesse Zeitung liest, weil das macht er tatsächlich nur dann, wenn er entsprechend entspannt ist. Habe ich jetzt einen jungen Rüden, der gerade mega Interesse an Mädchenpipi hat, wäre das natürlich wieder keine so praktische Situation. Also ich muss dann auch wirklich hingucken, was die Motivation für das Zeitunglesen ist. Wenn ich das aus einer statischen Situation mache, das Ableinen, dann also rumstehe, dann würde ich den Hund einfach irgendwann ausklinken, wenn er ja maximale Entspannung zeigt, eventuell auch rumschnuppern oder von sich aus sich hingelegt oder hingesetzt hat. Aber auch hier muss man aufpassen, dass der Hund sich nicht in Erwartungshaltung hinsetzt und ein Bettel hinsetzen macht, was dann wieder bedeuten würde, dass der Hund in der Anspannung ja weiter oben ist. Weil wenn man bettelt, kommt ihr mal raus da, dann fährt ja die Anspannung wieder hoch. Nien und Sheila, kommt ihr mal raus, ja? Einen haben wir schon mal. Ist sie da drin oder nicht? Sheila! Ah, ist ja doch da drin, der Hund. Ja, das hat zu lange gedauert. Dafür gibt es nicht mehr. So, dann geht das Ganze aber noch weiter. Wenn ich den Hund abgeleint habe, dann kann ich auch noch fördern, dass der Hund entspannt in den Freilauf geht. Es gibt keine Handbewegung, dass ich ihm sage, renn, sondern ja, ich klicke die Leine ab und dann kann sich der Hund von mir lösen. Aber ich würde bei einem Hund, der dazu neigt, sofort loszubrettern, aus welchen Gründen auch immer, noch mal ein bisschen belohnen, wenn er es schafft, entspannt in meiner Nähe zu laufen.
Das belohne ich ganz gerne, indem ich das Lecker auf den Boden werfe, da wo der Hund ist, weil es mir ja gar nicht darum geht, dass der Hund dann anfängt, zum Beispiel hin und her zu rennen, zu mir zu rennen, ein Stück wegzugehen, zu mir zu rennen, sondern da belohne ich tatsächlich oft so, dass ich die Belohnung bewusst, wenn ich einen Grünstreifen habe, da auch reinwerfe, dass der Hund einen Augenblick braucht, das zu finden. Weil ein Hund, der aufgeregt ist, der hat auch gar keine Zeit, das zu suchen. Aber umgekehrt führt dieses, ich suche mir erstmal das Leckerchen, auch dazu, dass der Hund ein bisschen weiter runterfährt. Genau. Ja, wenn man mehrere Hunde hat, die, ich sag mal, sich gerne das Hirn wegschießen mit Gerenne, dann potenziert sich diese Geschichte. Bei mehr Hundehaltern kann das sinnvoll sein, nicht alle Hunde auf einmal abzuleinen. Also bei mir ist es eigentlich nie so, dass ich alle auf einen Schlag ableine. Es kann sein, dass ich die am allerruhigsten sind und die am coolsten sind, wie zum Beispiel meine Kuma und den Lisko, mein Spitz, sich die beiden zusammen ableinen und die können zusammen in den Freilauf zum selben Zeitpunkt, weil die beiden fahren auch eigentlich immer relativ schnell runter bzw. regen sich gar nicht so auf. Und die kann man auch zusammen loslaufen lassen, die kicken sich nicht gegenseitig. Aber ich habe zum Beispiel die Konstellation bei meinen Hunden, dass wenn meine Sheila und der Nien gleichzeitig loslaufen, dann fühlt die Sheila sich von dem Nien sofort getriggert und möchte ihn einholen, überholen. Und dann muss ich sofort eingreifen. Sie will ihn auch anhüten. Das hat sie ja mitgebracht, dass sie andere Hunde anhütet. Sie ist ja mit 2,5 Jahren zu mir gekommen und hat das ziemlich intensiv betrieben in der Zeit. Und dann müsste ich sofort wieder regulierend eingreifen, was natürlich in dieser hohen Erregung schwierig ist. Es geht mittlerweile, aber das macht keinem Spaß. Also lasse ich die beiden zeitlich getrennt voneinander in den Freilauf. Genau, das mal zum Thema Ableinen.